Vergrößern, Verkleinern. Markus Krösche arbeitete schon als Co-Trainer von Roger Schmidt in Leverkusen. Urheberrecht Getty Images. Bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand hat sich der Hamburger SV erneut eine Absage eingefangen. Sport 1 kennt Hintergründe. Der neue Mann kommt aus Kiel. Der Hamburger SV hat sich bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand eine Absage von Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn eingefangen. Wie Sport 1 erfuhr, war die Wunschlösung der Hanseaten für diesen Posten SCP-Manager Markus Krösche. Der 37-Jährige wird jedoch bei den Ostwestfalen bleiben, wie er Sport 1 am Sonntag bestätigte. Stattdessen soll beim HSV nun Ralf Becker, Geschäftsführer von Zweitligist Holstein Kiel, als neuer Sportvorstand verpflichtet werden. Krösche in Paderborn mit Vertrag bis 2022. Grund für den gescheiterten Wechsel von Krösche sind die Ablöseforderungen der Paderborner. Die Vereinsboss Wilfried Finke, Hamburgs Präsident Bernd Hoffmann, am Freitag in einem Gespräch mitteilte, von 5 Millionen Euro ist die Rede. Krösche, einst selbst als Profi aktiv und ehemaliger Co-Trainer von Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen, hat in Paderborn noch einen Vertrag bis 2022. Bis Samstag, so berichtete das Westfalenblatt, wollte Finke Klarheit in der Sache und hatte Krösche daher eine entsprechende Frist gesetzt. Am Sonntag platzte der Deal endgültig. Hünemeyer zurück zum SC Paderborn. Ein Grund dafür ist wohl, dass in Paderborn längst die neue Saison geplant wird. Zuletzt gelang Krösche bereits die Rückholaktion von Uwe Hünemeyer. Der Innenverteidiger spielte in den vergangenen 3 Jahren in England bei Brighton. Hünemeyer stieg 2014 mit den Ostwestfalen in die Bundesliga auf, mit Krösche als Teamkollege. In den vergangenen Monaten wurden in Hamburg schon Horst Held und Jörg Schmadtke gehandelt, doch beide Kandidaten dementierten einen Kontakt. Held wurde zuletzt als Sportchef bei Hannover 96 zum Geschäftsführer befördert. Schmadtke übernimmt in der neuen Saison die Geschäftsführung beim VfL Wolfsburg. Absagen handelte sich der HSV noch von Jonas Bold, Sportdirektor Bayer Leverkusen, und Ruven Schröder, Sportvorstand Mainz 05, ein. Von Reinhard Franke folgen Ed Franke. Reinhard Franke, Jahrgang 1972, gelernter Verlags- und Musikkaufmann. Nach 8 Jahren als Redakteur beim Axel Springer Verlag in Mehr. Von Florian Plettenberg folgen Ed Plättigol. Florian Plettenberg, Jahrgang 1988, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Anschließend volontierte er an Mehr.